So, und dann mal wieder ganz herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal GamePilots. Ich bin's wieder, euer Martin. Schön, dass ihr dabei seid. Und ja, wir sind jetzt hier in der zweiten Folge meiner Boeing 747-400 Tutorial Playlist von X-Plane 11. Und in der letzten Folge haben wir hier unsere Startvorbereitungen vollzogen. Wir sind dann hier gepushbackt worden und stehen jetzt hier auch schön gerade auf dem Weg bzw. vor unserem Taxiway. Und da fahren wir jetzt auch hier mal einmal lang. Dann werden wir uns hier nach rechts begeben, abheben und dann oben mal den Autopiloten einschalten und eine kleine Rundführung durch das Flugzeug machen. Das wird dann wahrscheinlich richtig cool werden, aber davor ist noch einiges zu tun und dafür begeben wir uns jetzt einfach mal wieder ins Cockpit hinein und schauen jetzt einfach mal, was als nächstes so drankommt. Wir nehmen wieder unsere Checkliste und da steht erstmal die Runway Turn-off Lights an. Die haben wir beide schon angemacht. Right and left gehen, Moment, gehen an. So. Danach die AP, also Autopilot Disengage Bar, ist ab. Das passt auch. Flight Directors both on. Das ist hier links und hier rechts. Und jetzt wird uns auch mal eine Speed-Anzeige angezeigt, die wir gleich mal auf, na komm, 230 hoch, beziehungsweise 220 hochdrehen werden. Na, wo hatte ich die Sicht? Hier. So, Autothrottle ist armed, das ist hier, zack. Autopilot ist set, 220 Speed, Heading ist 70, Vertical Speed machen wir dann mal auf plus 2500. Das bedeutet, wir werden dann mit 2500 Fuß die Minute steigen. Speed machen wir dann auch das Ganze an. Und genau, RNAV kommt noch an. HDG Selector, sprich Heading Selector, ist auf der Runway Heading. Das ist die 07 heute bei uns, also 070, 70 Grad ist unsere Heading. So, das passt auch schon alles und jetzt sind wir im Prinzip fertig zum Losrollen sozusagen. Wir haben jetzt 639 und so, die Autobrake ist gelöst. Wir geben ein bisschen Schub, damit wir mal ins Rollen kommen, nehmen dann wieder ein bisschen Schub weg und werden jetzt mal schauen, dass wir gut zu unserer Runway 07 heute kommen und dann auch schon geschwind abheben können. Genau, das Ganze in der heutigen Folge ist gar nicht mal so schwer im Vergleich zur letzten. Also da müsst ihr euch nicht so viel merken. Das Wichtigste ist einfach, dass ihr später merkt bzw. lernt, was ich beim Autopilot mache. Das sind einfach nur zwei Knöpfe, die ihr dann drücken müsst. Und das ist dann einfach ein bisschen was anderes wie bei der Boeing 737 damals. Von der Anordnung alleine schon her. Und genau, es ist tatsächlich ein bisschen schwer, hier mit dem großen Flugzeug in Stuttgart rumzufahren. Aber es ist natürlich alles machbar, von dem her kriegen wir das alles schon hin. Wir haben recht schönes Wetter tatsächlich heute. 6:45 Uhr ist ja unsere normale Startzeit sozusagen und ich denke auch mal, dass wir das passend hinbekommen. Und wir fahren jetzt hier mit 32 Knoten übers Flugfeld, werden dann hier direkt die erste rechte Kurve nehmen, geben da schon mal ein bisschen weniger Speed. Ja, wir haben ein paar Wölkchen doch schon am Himmel. Ich werde mir das Ganze gleich nochmal genauer anschauen, dass uns nichts irgendwie oben passiert oder so. Und dann wird das Ganze schon passen. So, wir müssen jetzt ein bisschen abbremsen, damit wir die Kurve hier gut nehmen können. Das passt soweit. Und gleich nehme ich schon den kompletten Schub weg, wenn wir an unserer Linie hier vorne stehen, unserer Wartelinie. So, Schub ist weg und die Bremse ist auch soweit drinne. So, wir schauen mal kurz nach draußen. Wir stehen relativ gut hier. Das passt und ich würde sagen, wir stehen still. Wir schauen uns nochmal das Wetter an. Ja, ist doch ganz gut bewölkt tatsächlich, aber die Wolkendecke scheint recht tief zu sein. Von dem her sind wir jetzt eigentlich schon fast fertig zum Line-up. Wir schauen mal, Landing Lights gehen dann an, wenn wir vorne stehen, aber wir rollen erstmal vor. Dafür geben wir wieder ein bisschen Speed. Nehmen wieder ein bisschen Speed weg. Weil es braucht halt immer ein bisschen mehr Kraft, um dieses riesige Tier hier erstmal ins Rollen zu bekommen, weil es ja schon eine ganz schön dicke Maschine, sage ich jetzt mal, mit relativ viel Gewicht auch im Vergleich zu einer Boeing 737, die ja auch schon über 50 Tonnen wiegt. Da hinten ist wieder unsere 747 ohne Gear vorne, sieht es aus, aber das soll uns jetzt einfach mal nicht stören. Hauptsache, sie kommt voran. Genau, wir rollen jetzt hier erstmal hin und fliegen dann auch schon gleich los. So, wir stehen perfekt auf der Runway, würde ich mal sagen. Bremse ist aktiviert. Wir schauen nochmal ganz kurz nach draußen. Wie sieht's aus?
Ja, das sieht doch ganz gut aus. Das passt soweit. Das ist alles gut. Sehr schön. So, Checklist geht nochmal durch. Also wir schauen, die Flaps sind auf 5 Degrees. Autopilot ist checked. Vertical Speed, Heading, Speed and Altitude ist checked. Landing Lights gehen soweit an. Das sind hier die rechten. Zack, zack. Und Landing Lights Switch Outboard Flight gehen auch beide auf an. So, Taxi Lights gehen off, weil die brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir wollen ja nicht mehr rumfahren. Wir wollen ja jetzt endlich mal losfliegen. Die Strobe Lights gehen soweit an. Ich glaube, die haben wir sogar schon angemacht. Ne, hier, die gehen soweit. Na, komm. Geh an. So. Strobe Lights gehen an. Navigation Lights gehen auch an. Beacon Lights haben wir schon an. Und soweit ist alles gut gecheckt. So, folgendermaßen wird das Ganze jetzt ablaufen. Wir werden jetzt bis ungefähr 160, bis, also 150, 160 Knoten auf der Runway sein. Und sobald wir abheben, fahren wir natürlich bei einer positiven Steigrate die Räder hier ein und ziehen die Flaps hoch. Da müsst ihr beachten, nicht wie bei der Boeing 737, wenn die auf 5 Degrees steht, dass ihr nur einmal drücken müsst. Nein, hier müsst ihr zweimal drücken, weil sonst bekommt ihr relativ schnell Schwierigkeiten mit Beschädigungen an euren Flaps. Genau, danach werde ich folgende Tasten drücken hier bei unserem Autopiloten. VS ist bereits schon voraktiviert und LNAV auch. Das bedeutet, okay, der weiß, jetzt kommt gleich was. Dann werden wir hier bei der AP-Engage Bar den linken Knopf hier drücken und den Speed-Knopf hier drücken. Das bedeutet, alles, was hier ist, ist sozusagen angeschaltet, außer HDG, das bedeutet Heading. Das heißt, wir werden dann mit einer Steigrate von 2500 Fuß steigen, haben eine Gesamtgeschwindigkeit von 220 Knoten, an der wir uns erstmal orientieren. Und genau, das wird dann bis 5000 Fuß gehen. Wenn ich merke, okay, wir steigen positiv und halten uns schön an unseren Plan hier unten, dafür gehen wir nochmal hier hin, dann werde ich das Ganze auch schon auf 10.000 Fuß hoch orientieren. Und genau, soweit sollte das Ganze dann eigentlich auch funktionieren. Genau. So, wir haben die Checklist fertig und sind jetzt auch schon fertig im Cockpit. Von dem her würde ich sagen, reden wir gar nicht mehr so viel. Ich werde jetzt tatsächlich relativ ruhig sein. Wir haben jetzt 6:45, 6:44 unten links. Das passt eigentlich alles. Und ich werde jetzt erstmal 50% Schub geben, um zu gucken, ob alle vier Triebwerke unten rechts im Bild positiv bzw. stabil laufen. Und dann auf 80 bis 90% Schub erhöhen und dann abheben. Viel Spaß schon mal von meiner Seite. Und es ist Takeoff-Time. So, Brake is released. Wir gehen vor, Triebwerke laufen stabil und wir sind jetzt ungefähr auf 80%. Wir halten den Yoke schön nach vorne gedrückt, damit wir nicht davor schon abheben, bevor wir es wollen. Und sind schon mal auf der Taste zum Gear Up, weil das wird relativ schnell vollzogen, sage ich jetzt mal. Wir versuchen gerade zu bleiben auf der Runway und sind auch jetzt gleich schon okay. Sind auch jetzt gleich schon am Hochgehen. Und Rotate. So. Positive Climb, Gear Up, Flaps gehen rein. Wir gehen jetzt hier mal in unseren Autopiloten. Speed und das hier. Und jetzt orientiert er sich auch schon dran. Ich habe keine Hand mehr dran. Und wir drehen das Rädchen jetzt mal auf 230 Knoten. Wir schauen hier, die Flaps sind ab, Gear ist ab. Das passt soweit. Positive Climb Rate mit 2500, da orientiert er sich auch dran. 230 Knoten passt perfekt. Und jetzt schauen wir nur noch, ob er sich hier auch schön an unsere Waypoints hält, die wir hier eingetragen haben für in unserem Navigationssystem. Und gehen dann schon mal die nächste Checklist durch. Wir schauen mal kurz von außen, okay, wie sind wir abgehoben? Sehr schön, das passt. Wir schauen uns das Ganze mal ganz kurz in der Wiederholung an, um das Ganze zu vollziehen. So, Moment, wo sind wir gestartet? Ungefähr hier, ne? Ja, komm, wir starten mal hier einfach. So, wie sieht das Ganze aus? Wir haben hier immer noch unsere Flaps unten, das passt. Und gleich wird auch schon gerotated sozusagen. Jetzt, und zwar jetzt in diesem Moment. Sehr schön, Gear geht auch schon hoch und die Flaps müssen auch jeden Moment hochfahren. So, Flaps sind ab, Gear ist ab. Und wir haben eine sehr, sehr schöne Steigrate gehabt tatsächlich. Sind jetzt hier auch relativ gut weggekommen. Wir hätten hier immer noch richtig, richtig viel Platz in Stuttgart gehabt, um mit unserer 747 abzuheben. Und von dem her sieht das Ganze sehr, sehr gut aus. Wir verlassen mal wieder den Wiederholungsmodus und springen jetzt mal wieder ins Normale hier. So, wir kümmern uns jetzt mal wieder weiter. Um was geht's jetzt? Ready for Takeoff. Parking Brake Set, bla bla bla, haben wir.
After Takeoff, Gear is up, APUs, also AP ist on. Haben wir hier, Auto Throttle ist on, haben wir Flaps Race on Schedule, haben wir Clocks Activate as Required, haben wir sowieso. Und wir gehen mal weiter auf 240 Knoten. Fällt mir gerade ein, damit wir ein bisschen schneller hier wegkommen. Sozusagen und auch ein bisschen schneller steigen können. Na komm, wo ist das Rädchen? So, hier. Zack, das passt. Wir gehen mal... Ah, na, halt, stopp. Ich will doch hier nicht nur bis 5000 Fuß, sondern mal schön bis 9600 und zwar mit 2500 wieder. So, wir steigen weiter mit 2500 bis ungefähr, na, sagen wir mal 14.000 Fuß. 14.000 Fuß wird eingestellt. Das passt. Und jetzt schauen wir auch gleich, ob er die Kurve auch noch schön fliegt. Und dann schauen wir auch schon weiter. Genau, after Takeoff haben wir alles. Climb, Auto Brake ist off. Das machen wir gleich. Da fliegen wir aber schön gerade mal durch die Wolken durch. Auto Brake ist off. Landing Lights gehen aus. Das sind diese beiden hier. Zack, zack. So, Moment hier. Landing Lights gehen aus. Runway Turnoff Lights gehen auch aus. Zack, zack. Sind beide aus. Anti-Ice Switches gehen an. Das bedeutet, wir haben hier die Anti-Ice Switches on. Und Anti-Ice Wing haben wir auch schon an. Das passt soweit alles. Und Ultimate Set haben wir auch. Und das war es eigentlich auch schon. Soweit von der Checkliste. Wir schauen jetzt mal ganz kurz. Fliegt der schön die Kurve? Mal schauen. Müsste ja jeden Moment eigentlich passieren. Und er fliegt sie. Das passt wunderbar. Wunderbar. So, hier fliegen wir schön mit unserer 747. Wir haben jetzt auch schon fast die Wolkendecke durchstoßen. Und das sieht einfach so wunderschön aus mit so einem riesen Flugzeug hier. Ich freue mich tatsächlich auch schon mal mit dem Langstrecke zu fliegen, mit dem Philippe zusammen, auf den Livestream. Das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Sache, denke ich. Wir gehen hier tatsächlich mal hoch auf 250 Knoten. Und sobald wir dann die 10.000 Fußmarke überschritten haben, geht es dann auch schon weiter. Wir stellen hier mal die 27.000 Fuß ein, weil wir haben jetzt relativ gut den ersten Punkt geschafft. Das ist immer so meine Marke. Bis dahin muss es halt gut laufen und dann können wir auch schon weitergehen. So, genau. Wir warten jetzt einfach mal so ein bisschen, bis wir so über 10.000 Fuß sind. Ich stelle dann die Speed einfach mal auf 270, 275 Knoten ein. Und dann beginnen wir auch schon mit unserer Rundführung hier durch die 747. So, 10.000 Fußmarke ist geknackt. Das bedeutet, wir haben kein Speedlimit mehr. Und stellen jetzt einfach mal auf 275 Knoten ein. So, jetzt haben wir es auch schon soweit geschafft. Ich stelle tatsächlich mal meinen Yoke hier wieder nach rechts. Weil den brauchen wir tatsächlich jetzt erstmal nicht mehr. Weil wir brauchen jetzt erstmal wieder so die Tastatur. So, das passt alles, bis wir auf 27.000 Fuß sind. Das ist gut. Wir gehen mal hier hinten hin und schauen uns jetzt einfach mal um. Was können wir denn hier allein schon im Cockpit machen? Wir haben hier hinten noch zwei Jump-Seats sozusagen, weil meistens auf den Flügen auch drei Piloten mit dabei sind. Und was haben wir denn hier Geiles? Wir haben hier so ein Klappding für die Sonne. Das schieben wir uns jetzt erstmal hier schön nach vorne, weil wir sind jetzt hier schon fast gut unterwegs gewesen. Sind jetzt hier, okay, wie wird uns die Sonne geblendet? Ungefähr so. Das können wir jetzt hier nach dem hoch und runter klacken. Und hier beim Co-Pilot ebenso. Na, komm her. Na gut, da müssen wir wieder hier nach hinten, weil sonst können wir das nicht richtig nach links ziehen. So, nach links und zack. So, wie sieht's aus? Wir sind jetzt hier schon locker über der Wolkendecke drüber und haben jetzt hier auch schön unsere Sonnenblenden drinne. Das bedeutet, die Sonne kann es jetzt eigentlich auch nichts mehr abhaben. Und von dem her verlassen wir jetzt mal direkt gleich unser Cockpit, nachdem wir diesen Punkt hier noch überquert haben. Wir schauen nochmal, ob alles stabil läuft. Und jetzt macht er die Kurve, das heißt, wir gehen hier mal kurz auf die Legs. Okay, 250, das heißt, wir fliegen noch bis 27.000 Fuß jetzt hoch. Das passt soweit und genau, läuft alles stabil. Das bedeutet, wir können auch jetzt mal unseren Arbeitsplatz sozusagen verlassen und hier auch mal schön die Tür öffnen und unsere Tour beginnen. Was haben wir jetzt hier sozusagen in der First Class? Wir haben hier erstmal für die Stewardessen und Flugbegleiter so ein Abstellraum wie so eine Küche, sowas in der Art. Dann haben wir hier rechts noch eine Toilette. Die ist gerade auch frei, weil wir haben ja recht viele Passagiere auch dabei, gell?
Genau, also hier hat man relativ viel Platz, relativ viel Komfort hier mit dem einen Kissen und den vielen Sitzen, beziehungsweise mit den großen, bequemen Sitzen. Und hier können wir tatsächlich auch mal rausschauen. Sie sitzen halt eigentlich direkt so wie der Pilot. Hier haben wir eine sehr, sehr, sehr gute Sicht auf den Flügel tatsächlich, sitzen auch relativ hoch tatsächlich. Und gehen jetzt einfach mal hier runter. Also hier oben hat man echt ausgesorgt, wenn man hier sitzt. Und da hat man auch wirklich viel, viel, viel Platz. So, wir sind jetzt hier auch schon in der Economy angelangt und fangen jetzt einfach mal hinten vom Flugzeug an und arbeiten uns dann nach vorne. So, was haben wir? Also ihr seht schon hier, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Reihen nebeneinander. Und das ist halt schon echt, echt krass. Also das ist schon ein großes Flugzeug. Vor allem auch die Länge hier. Ihr müsst einfach übelst weit laufen, wenn ihr von vorne nach hinten wollt. Im Vergleich auch zu einer Boeing 737 oder einem A320 oder sowas in der Art. Und genau, also ihr seht schon, es ist halt wirklich ein Großraumflugzeug und das sieht man halt auch. Es ist, und das vor 50, 60 Jahren, das war halt schon eine krasse Sache. Das war echt eine krasse Sache einfach. Genau, hier hinten ist sozusagen die Hauptküche von einer 747 und auch wieder mit zwei Emergency Exits. Und jetzt schauen wir auch mal, okay, wir sind hier jetzt ganz hinten am Rumpf des Flugzeuges. Und schauen jetzt hier einfach mal aus dem Fenster. Wir haben hier eine richtig, richtig coole Sicht von hinten auf den Flügel drauf. Und genau, so, wir sind jetzt hier auch schon relativ hoch tatsächlich. Über den Wolken auch schon sehr locker erreicht. Hier auch jeder Sitz natürlich ein Display, weil das halt in der heutigen Zeit eine sehr, sehr große Rolle spielt, das Multimedia-System. Und genau, hier ein schönes X-Plane-Poster. Da hängt vielleicht mal ein Lufthansa-Bild oder sowas in der Art. Kann ich mir natürlich relativ gut vorstellen. Hier natürlich wieder dasselbe. Es ist so in verschiedenen Gruppenbereichen eingeteilt, dass wir hier zum Beispiel mal ein Klo haben in der Mitte. Oder dann auch wieder so ein Aufbewahrungsding für die Stewardess und Flugbegleiter, wo die dann zum Beispiel das Essen und so drinnen lagern können, damit die nicht immer von vorne bis ganz nach hinten durchlaufen müssen. So, hier haben wir relativ viel Platz zum Durchlaufen, wo auch wieder die schöne Exit-Door ist. Und genau, wir schauen jetzt nochmal ganz kurz aus dem Fenster, weil wir machen jetzt gerade eine Kurve. Das Ganze sieht dann in etwa so aus. Und genau, wir sehen hier unsere zwei schönen rechten Triebwerke. Kurve ist gut vollbracht. Und dann geht es auch schon weiter nach vorne. So, denn die Economy Class ist jetzt auch schon vorbei. Wir waren ja in der First Class schon oben und das hier ist sozusagen die Business Class. Also der eigentlich auch relativ geile Teil vom Flugzeug. Und hier hat man auch seine Ruhe, seine gechillte Ruhe und hat einfach Zeit für sich. Hier ist normalerweise noch so ein Vorhang, den kann man dann zuziehen, damit man von der Economy Class in Anführungszeichen nicht gestört wird. Und ja, hier lässt sich's leben. Wenn man hier so einen Sessel hat oder so auf so einem 10-Stunden-Flug, ist bestimmt nicht schlecht. Gibt bestimmt schlechtere Dinge. Genau, wir schauen hier nochmal wunderschön aus dem Fenster, was wir hier für eine Sicht haben. Wir sind halt wirklich sehr, sehr, sehr weit vorne vom Flugzeug und sehen hier eigentlich schon fast nichts mehr. Und genau. Jetzt sind wir tatsächlich hier ganz vorne und wenn wir jetzt hier durch die Decke durchstoßen, kommen wir auch schon wieder in unserem Cockpit sozusagen raus. So, wir sind jetzt hier wieder in unserem Cockpit, fliegen natürlich von draußen rein, weil hier so eine unsichtbare Wand ist sozusagen. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier kurz außerhalb des Flugzeuges, fliegen hier ein bisschen im Himmel rum. Sind jetzt hier sozusagen am Fenster, machen noch eine richtig coole Kurve jetzt gerade in dem Moment. Und ja. Das Ganze sieht tatsächlich schon sehr, sehr, sehr nice aus, meiner Meinung nach. Und ich finde es auch recht, richtig, richtig cool. Egal wie wenig Flugzeug X-Plane hat, das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht mit dem Flugzeug, dass man hier halt wirklich so rumlaufen kann und alles. Und genau, als Kapitän bzw. als zuständiger Pilot hier heute gehen wir wieder in unser schönes Cockpit zurück. Und es sieht einfach wahnsinnig, wahnsinnig geil aus. Hier mit unserer Tasche hier unten. Und wir schließen die Tür hinter uns, damit keiner mehr reinkommt. Na, wo ist sie? Hier. So, zack. Zugeschlossen ist sie. Und wir schauen mal, ob alles stabil läuft. Wir öffnen hier mal kurz noch unseren FMC. Wir müssten jetzt auch schon auf 27.000 Fuß angekommen sein. Das passt. Wir regeln den Schub mal ein bisschen höher, so ungefähr auf 285 Knoten. 6.55 Uhr haben wir jetzt Ortszeit und ja, es ist wirklich... wirklich faszinierend. Wir gehen hier mal ein bisschen weit nach oben. 27.000 Fuß haben wir erreicht. Und es läuft sozusagen halt stabil.
So, das fliegt jetzt hier erstmal noch ein bisschen weiter, bis wir dann hier beim Punkt DLE ankommen. Wir stellen jetzt hier nochmal kurz die Arrival ein. Wir wollen ILS 23 landen auf Nolgo. Das bedeutet 023, executen das Ganze und jetzt haben wir das Ganze auch schon fertig eingestellt. So, damit jetzt erstmal, wir befinden uns auf Reiseflughöhe, haben einen richtig, richtig schönen Start gehabt, auch hier richtig, richtig schönes Wetter mit dieser richtig, richtig schönen Maschine und haben jetzt auch eine coole Tour hinter uns durch das Flugzeug, dass ich euch das Ganze mal ein bisschen zeigen konnte, dass ihr euch das Ganze ein bisschen räumlich vorstellen könnt. Und von dem her würde ich sagen, nochmal vielen Dank fürs Einschalten. Seid auch in der nächsten Folge wieder dabei, wenn es um die Landung geht. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr vielleicht ein Like da lasst oder vielleicht einen Kommentar, falls ihr noch eine Frage habt oder einen Verbesserungswunsch, je nachdem, oder einen Tipp vielleicht an mich. Und genau, dann nochmal danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.